So, dann willkommen zu einem erneuten Opening hier wieder mit Matthias. Vergesst nicht, das Herz Matthias in die Kommentare zu schreiben. Und heute werden wir ein Yu-Gi-Oh! Speed Duel, Scars of Battle, ich glaube, ist ein deutsches, aufmachen. Matthias mag eher so die Speed Duel-Karten und sammelt da auch gerne Sachen draus. Wie ich gehört habe, sind da ein paar Sachen reprinted, die wir vom OCG ins TCG bekommen. Dabei handelt es sich aber meistens um alte Comments oder um Karten, die wir bisher noch nie gesehen haben. Meistens kennt man die schon aus irgendwelchen Yu-Gi-Oh!-Spielen. Es gibt viele Karten, die halt aus Tournament Packs, den alten. Zum Beispiel. Oder als Sammler ist es natürlich dann großartig, die endlich mal. Oder auch aus, ich glaube, McDonald's Packs, also aus den frühen 2000ern, gab es, glaube ich, auch noch ein paar, die da auch da geprintet wurden. Ah, Fliegender Pinguin, ich bin unbedingt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir da alles draus ziehen. Wir nehmen uns einen Stapel. Genau. Jeweils 36 Booster, glaube ich, also 18 für jeden. Und sind, ich glaube, 4 Karten pro Booster. Ja, 4 Karten pro Booster steht ja da. Ja, was willst du so aus Team? Was willst du da besonders haben? Oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was da drin ist. Übrigens, was ich schon so ein bisschen verräterisch finde. Ah, oh, Bennett. Wir können schon so ein bisschen die Skillkarten ein bisschen spoilern. Ich habe jetzt sogar. Manchmal sehen die wirklich so bei der Folierung so aus, als wären die eine Seltenheit. Aber ich glaube, die ist super. Ja, die ist super. Die ist echt super, siehst du? Ja. Ich habe schon fast verguckt. Und es gibt da auch ein paar sehr, sehr teure Skillkarten. Es gibt auch wirklich so ein paar Rulings, oder besser gesagt, man kann auch so ein paar rausfinden, weil ob irgendwelche sich wieder neu aktivieren können, wo die hingelegt werden. Ja, ist halt echt spannend, darüber zu reden. Die ist wirklich cool. Hier Torwärter zum Beispiel, der hieß anders, der hieß Torwächter, aber da wir ja im Deutschen schon einen Torwächter hatten, hat der einen Ehrentab bekommen, was den Namen angeht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall immer drauf, bei solchen Packs hier die Skillkarten zu ziehen. Oder der Zwerg zum Beispiel war früher auch eine Promokarte für ein Spiel. Ja. Super, glaube ich. Oder Jurassia Tyrannus Herberus. Ach, ja. Da wird auch einiges Schönes geprintet, was bisher kein Spiel hatte oder was halt in Krieger geprintet wurde. Ich glaube, der hieß sogar früher blauäugiger Silberzombie oder sowas. Okay. Aber sogar Metallwand haben wir hier. Aber hier sieht man auch sehr selten Holokarten. Also es ist ja, halt, leider. Das ist echt schade. Weil es hat gar nicht pro Set, vielleicht pro Display 5 Stück ungefähr. Ach, wir werden es ja gleich sehen. Also es ist auf jeden Fall selten, dass man hier zieht. Pendelmaschine gibt es auch in zwei Artworks. Ja. Aber hier sind, glaube ich, größtenteils Joey und Bennett Tief vertreten. Ja, also man das auf der Packung. Ich freue mich aber auch sehr, es ist ja jetzt, diese Woche sind, glaube ich, 2 neue Sets rausgekommen. Nämlich, also für euch ein paar Wochen später wahrscheinlich dann, das Set mit Yami Bakura ist rausgekommen und noch ein anderes Set. Ja, das werden wir vielleicht auch noch öffnen, müssen wir mal gucken, wer sich das von uns beiden holt. Und dann schauen wir mal. Aber das ist auch wieder so ein Set, wo ich mich sehr freue. Und ich glaube, bisher haben wir noch nicht so wirklich was Besonderes. Ja, nur ein Spiel hat bisher. Zwei Ultras ist doch schon mal. Ja. Also ich muss zugeben, ich freue mich auch sehr über die Comments, halt weil alte Karten. Ja, ja. Einfach in der Sonne gefehlt haben. Zum Beispiel. Geschiffte Zauberkraft. Ja. So. Wir werden jetzt auch nicht wirklich auf viele Karten eingehen, weil die meisten seht ihr ja eh. Und viele von euch werden die Karten auch schon kennen. Von daher. Und da wir jetzt auch schon sehr lange spielen, werden wir da auch schon ein bisschen ganz mal ein bisschen durchrushen. Auch ein bisschen langweilig ist, aber hey, haben wir nur da, glaube ich, von der Pendelmaschine. Ne, das war das, was ich schon hatte. Ja, ey. Gerfried, oh cool. Also, wir haben bisher nur eine Super, oder hast du die schon wieder nicht erkannt? Ich habe nur eine Super bisher gehabt, ja. Nee, da ist die zweite. Das ist die nächste. Drachentruppen. Deswegen. Und da ist Liquidity. Sehr cool. Sehr coole Karte auch fürs deutsche Markt. Ja. Wird aber auch im Duelist gut gespielt wegen dem blöden Desperato-Drachen. Aber Kabasaurus, der ist schön. Ja, der wurde ja früher auch mal gespielt. Den gab es auch mal ein Secret, glaube ich. Mhm. Ja. So. Ja, Anfang vom Ende. Ja, das ist auch ganz witzig. Ich habe sie in Ultra. Ja, ich dachte früher immer so, das ist ja auch wirklich Karte, ich habe keine Artwork. Ja. Deswegen ist
Aber ich muss sagen, die Kamera ist nicht so spektakulär. Nee. Man sieht zwar. Also die kam auch damals zum ersten Mal in Phantom Darkness raus. Hier haben wir noch ein Buch, Book of Life. Noch ein Buch, aber das ist schade. Ich will noch ein Buch des Lebens mit dir lesen. Ich glaube, ich sollte ein Leben lang. Ja. Ja, aber es ist schade, dass es zwei gleiche Ultras sind. Da hätte was anderes als Sammler wäre es schöner gewesen, das ja. zu kriegen. War ein Buch des Lebens. Ich habe auch noch nicht wirklich Speedduell-Decks oder sowas gesehen, die getoppt haben. Oder generell irgendwelche großen Events davon bekommen. Mal gucken, ob Konami da irgendwas macht. Mal schauen. Ich bin online in einem Speedduell-Forum. Ne, der Lurker, schaue ich mir Sachen an. Mhm. Und ist es der gleiche? Ja. Dein Ernst? Zweimal die gleiche Skillkarte und zweimal gutes Leben. Okay, also das war ein Reinfall. Das ist echt. Als Spieler nicht, aber. Ja, als Spieler, wobei. Hallo? Du hast eine Skillkarte benutzen, von daher. Stimmt. Aber ja. Ja, hier so ein paar. Ja, als Recap: ein Gerfried, zwei Books, ein Metallbändler, zwei Banditen und ein Drachentruppen und eine Dekoichi. Also ich finde das und das echt schade. Ja. Als Sammler will ich Diversität haben, aber na gut. Kann ich tauschen. Deswegen. Braucht jemand. Aber auf jeden Fall war es nicht schlecht. Auf jeden Fall interessant. Ja, wir werden mal gucken, ob wir auch Speedduell-Sachen öfter machen. Wenn ihr wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Vielleicht will sich Matthias damit eher beschäftigen. Mal gucken. Aber ich bin dafür auch offen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann und ciao.